Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Medieval Dynasty. Ich werde jetzt erst einmal ein bisschen baden, weil ich nämlich dreckig bin wie die Sau. Ich habe mir jetzt gerade schon Wasser reingepfiffen und was zum Essen, dass ich wieder voll bin. So, weil ich habe nämlich hier ein bisschen rumgewerkelt. Mal schauen. So, zum einen habe ich... weiß gar nicht, die Bretter hatte ich glaube ich schon. Ich habe hier mal ein paar Steine hingelegt, dass es ausschaut, als würde das gefasst werden. Hier, da habe ich nochmal Bretter hingelegt. Weiß jetzt nicht, da habe ich es mal probiert mit Steinen. Das, was halt wirklich tricky ist, ist mit dem Greifen. Aber gut, ich habe es irgendwie hinbekommen. So, dann habe ich mir erlaubt, jetzt halt hier mal so eine Bude noch herzustellen, so eine Verkaufsbude, habe aber dann hier abgezäunt, weil ich mir dachte, dann mache ich hier nämlich nochmal ein paar Bänke hin und dann soll das nämlich auch nochmal ein Nahrungsstand werden, der im Grunde fertiges Essen verkauft. Genau, hier habe ich ein bisschen was gemacht, hier habe ich auch Bretter mit draufgelegt, hier habe ich mal Bretter mit hin, wobei ich mir gerade schon denk, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu viel ist dann, wenn ich das jetzt dann nach da vorne auch noch lege. Hier habe ich noch Bretter mit drauf, das habe ich aber glaube ich auch gesagt, dass ich das machen werde, weil es einfach ein bisschen besser ausschaut, finde ich. Jo. So, und wir werden heute auf jeden Fall mal eine kleine Tour machen und wenn ihr euch wundert, warum die Bänke weg sind, die habe ich weggehauen, weil... meine Leutchen, die waren immer irgendwo da hinten an der Mauer geglitscht oder waren hier daneben gestanden, von daher wollte ich das dann ein bisschen anders machen. Ich habe mir überlegt, dann machen wir drei Bänke hier, wenn das funktioniert vom Platz her, mit jeweils halt zwei Sitzgarnituren und gut ist. Oder wir machen, ich weiß es noch nicht, müssen wir mal schauen. Jedenfalls, wir brauchen auch einen Imker, da habe ich leider noch nicht fertig gemacht. Ja, das sind einige Sachen, die ich noch nicht ganz fertig habe, aber okay. Ich kann da Stunden, also ich kann wirklich Stunden hier verbringen und bauen und machen. Hier kommt dann noch ein Zaun mit hin. Das muss ich ja auch noch fertig machen. Jo. Gut. Dann bin ich von der Einteilung her, habe ich ein bisschen was geändert. Jetzt muss ich nochmal gucken. Und zwar, weil ich hatte nämlich plötzlich kein Leder mehr. Irgendwie habe ich zu wenig Leder dann gehabt, also weil ich viel zu viele Fackeln hergestellt habe. Das habe ich jetzt halt auch geändert, dass ich die Produktion runter habe. Ich muss einfach schauen, wie ich das hinbekomme. Das ist ein Hin- und Hergeklicke von dem, was brauche ich an Materialien, wie viele Materialien stelle ich her. Dann fällt mir plötzlich auf, Mensch, da brauche ich ja das Material auch. Von daher, es müsste eine Übersichtstabelle geben, wo drin zu sehen ist, was habe ich an Material, also was produziere ich aktuell und was habe ich an Verbrauch, dann kann ich das wesentlich schöner anpassen, aber so ist es halt ein Hin- und Hergeklicke in den verschiedenen Produktionen, Jagd, Landwirtschaft, also überall. Das ist einfach zu arg aufwendig, finde ich. Aber ansonsten ist es ist natürlich toll, ganz klar, dass man das so gezielt einstellen kann, aber es ist aufwendig. So. Den Apfelsaft, den kann ich hier reinschmeißen. Der sucht zwar eher was im Nahrungslager, aber ist egal, da verschwindet er mal wenigstens nicht. Habe ich jetzt eigentlich alles noch? Eisenbolzen kann ich nachladen. Ich lasse jetzt mal die Eisensperre da. Ich schleppe die ganze Zeit mit rum, weil ich das mit dem Dach machen möchte. Aber denke immer wieder nicht dran. So, Bronzeschurscheren nehme ich mit. Ich nehme mal mit, ich würde mal sagen, 15 solche einfachen Säckchen zum Verkaufen halt, ne? So, alles was Eisen ist, lasse ich. Eisenpfeile verkaufe ich jetzt über den Stand weg. Eisenschurschere, Spritzhacke, Fackel. Genau, also da wird... Oh, da brauche ich eh eine, weil die andere ist mir nämlich abgebrannt. Fischbär, Langbogen und Recurvebogen verkaufe ich jetzt auch, allerdings nur anteilig. Also man kann da wirklich 0,0 irgendwas an Recurvebogen verkaufen und ich habe halt jetzt 0,3 oder sowas eingestellt und täglich wird 0,4 oder 0,5 oder so gefertigt. Also auch das. Steinpfeile verkaufe ich ja über ein Ding. Wir können die Kupferpfeile verkaufen.
Wurfsteine habe ich, nee, habe ich gar nicht hergestellt, aber da habe ich auch den Verkauf nach oben gehauen. Die Sachen werde ich wahrscheinlich auch über meine Shops dann verkaufen. Was war noch? Oh, das Fleisch kann ich hier raus tun. Das habe ich nur mal schnell da reingeschmissen. Mietnachtsichtdrank, Tollkirsche. So, Brennholz immer noch 2500. Ich habe Dünger hergestellt, mal auf die Schnelle. Der wird, glaube ich, auch schon verkauft, bin mir jetzt nicht sicher. Dann habe ich noch schnell mal Bronzebarren hergestellt, ein paar. Und genau, habe den Flachs durchgedroschen. Holzstämme, ey, das ist Wahnsinn, wie viele Holzstämme hier produziert werden. Grundsam, Kohlsam. Kupferbarren habe ich natürlich auch hergestellt und Zinnbarren. Also ich habe ein bisschen was von dem Kupfererz verballert. Leder, jetzt endlich geht das Leder wieder nach oben. Da hatte ich nämlich gar nichts mehr. Was war noch? Mohnpelz. Roggen habe ich ein bisschen verarbeitet, aber nicht so viel. Tierfutter habe ich keins hergestellt, weil die Produktion, die läuft gut. Ich glaube, das ist die beste Produktion, die läuft aktuell. Weizen habe ich ein wenig durchgemahlen, weil ne, wir brauchen ja das Zeug dann auch für Bier und so weiter. Wolle, schön. Genau, das war's. Und hier haben wir eben noch die Sachen. Die Münzen lasse ich natürlich noch drin. Wobei, wie viele Münzen haben wir? 4000. Ich nehme die jetzt halt einfach mal raus. Und fertig. So, dann muss ich natürlich auch noch schauen, wie ich das verkaufe. Aber ich denke, das wird dann auch wieder über einen Marktstand gehen. So, ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz auf die Map. Ich möchte nach... eigentlich möchte ich beides... Nee, eigentlich Branica, das stimmt schon. Ich möchte nach Branica, dann können wir ja mal gucken, was wir dafür eine Quest haben. Ich möchte allerdings jetzt halt nicht nochmal hier nach Hornica runterreiten, wegen irgendeiner Schneider-Sache. Irgendwo hängt, ist egal. Dann laufen wir eben schon mal los. Ja, wie gesagt, da möchte ich natürlich irgendwie das Tor machen. Ganz klar. So, jetzt halt nochmal. Wo stehst denn du? Du kommst doch normalerweise immer zu mir. So. Reiten wir geschwind. Wohin gehst du eigentlich? Wer bist du? Achso, Jadwiga, Holzfäller, alles klar. So, wir reiten jetzt einfach hier mal durch. Ich glaube mal nicht, dass es hier irgendwie... Ich wollte eigentlich nochmal ins Nahrungslager kurz gucken. Und mal schauen, wie viel Fleisch da jetzt drin ist. Das eine Mal, wo ich reingeschaut habe, waren ja über 1000 Fleisch oder so drin oder noch mehr. So. Bleib stehen. Das ist ungewohnt, wenn ich jetzt halt nicht in der Draufsicht bin. So, wo bist du? Lubomira. Wir quatschen erst einmal mit ihm hier. Zeig mir erst einmal deine Waren, bitte, dass ich dir irgendwas verkaufen kann. Also Bronzeschuhscheren, weg damit. Einfache Säckchen, weg. Und vergifteter Kupferpfeil, auch weg. Dass der nur 8,4 gibt, ist auch komisch, ne? So, hier habe ich nichts. Da habe ich... das Fleisch wollte ich raustun. Goldener Ring, der ist für meine E-Gattin. So. Einmal kurz... See you soon. Einmal kurz speichern. Nochmal, kann ich hier bei etwas helfen? Nicht wirklich, nein. Bist du sicher, du scheinst ja aufgebracht zu sein? Ich hatte einen Streit mit meiner Frau und jetzt will sie nicht einmal mit mir reden. Alles klar, vielleicht könnte ich mit ihr sprechen. Gleich wieder da. Da vorne läuft sie, die war gerade noch hier drin gestanden, ne? So, halt. Bleib. Hallo, schöne Frau. Ich denke, du solltest dich mit deinem Mann versöhnen. Er vermisst dich.
Obstkuchen weiter. Ich denke, ich sollte gehen. Nein, bleib da, bleib da, bleib da. Zeig mir deine Waren. So, verkaufen kann ich ihr eh nichts mehr, aber ich möchte von ihr alles an Wolle kaufen und ich möchte alles von ihr an Wollgarn kaufen. Ich pfeife drauf, was das Zeug kostet. Mag vielleicht der ein oder andere wieder mal den Kopf schütteln, das ist klar. Aber ich will einfach meine Lampen herstellen und dazu ist mir jedes Mittel recht. So, Bären. Das sind doch bestimmt... Ah, da vorne. Gleich mal welche pflücken. Weil der will eh welche für seinen Obstkuchen. Ich weiß natürlich nicht, wie viele, aber wir nehmen halt einfach mal welche mit. Ist ja in Ordnung. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Bären pflücken. So. Passt. Wir schauen uns dann auch gleich nochmal die... Wo ist er denn jetzt da? So, na, nichts zu tun. Okay. Ich komme so schnell wie möglich zurück. How are you? Oh. Have a good day. Der braucht... Ey, weißt, einmal, wenn ich vorweg schon die Beeren pflück, dann braucht er ein Mehl. So. Gustava. Du bist eine perfekte Händlerin. So, wo ich dich jetzt da gerade so sehe, ne? How are you? Bin gerade dabei. Neue Siedlung, großartig. Wir sehen uns dort. So. Verwaltung, zack. Häuser, mal gucken. Das einfache Haus hier ist noch nicht gebaut. Warte mal. Ich möchte... So, sie ist ja jetzt gerade nicht schwanger. Sie hat ja gerade erst geworfen. Also von daher, Waldemar Holzfäller, der ist da unten, ne? Das Haus ist da oben. Wäre aber egal. So, hier. Ja, bestätigen. H. Waldemar Holzfäller. So. Und hier in den Slot kommt jetzt rein... Wo ist er denn? Da oben. Gustava. Gustava. Händlerin. So. Mir geht es nämlich darum, wenn die... schwanger sind, wenn die ein Kind bekommen und sind zu dritt, dann packe ich die jetzt auch in ein Haus, wo nur für drei geeignet ist. Dann wird nämlich die einfach nicht mehr schwanger. Also so, davon gehe ich aus. Deswegen in ein Dreierhaus. Und das werde ich mit allen machen, die in einem Viererhaus wohnen und bereits Nachwuchs haben. Natürlich ich nicht. Ich bleibe natürlich in meinem Domizil, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Das wäre auf jeden Fall sinnig, das so zu machen. Weil dann habe ich nämlich auch die bald wieder da und irgendwann kann ich die dann auch in ein Viererhaus reinsetzen, ohne Probleme. So. Dann reiten wir mal los. Immer mit dem Kopf durch die Wand. So, dann holen wir uns nämlich mal Mehl und dann sehen wir auch gleich, was da an Fleisch drin ist. 3500 und nochmal hier 663. Also da, ich denke mal, aktuell haben wir kein Problem mehr mit Essen. Wir müssen jetzt halt nur noch schauen, dass wir dann jemanden eben zum Essen kochen abstellen. Also und das vor allem ein bisschen ausbauen. Okay, ich habe hier kein Mehl drin. Habe ich das im normalen Lager? Ich weiß, dass ich Mehl hatte. Mehl, da. Einmal Mehl. Jawohl.
Super, kommt sofort. Wir könnten das eigentlich gleich einmal machen. Mir kommt es heute zu leise vor, das Game. Keine Ahnung. Wir könnten das eigentlich gleich einmal machen. Wir gehen jetzt mal schnell auf die Küche. Weil die stellen ja zu 90% stellen die ja gebratenes Fleisch her. So, wir können im Grunde auch. Ah, wir haben keinen Kohl, ne? Aktuell nicht, aber warum nicht? Haben die den schon weggefuttert? Wir könnten einen Eintopf machen lassen, zum Beispiel. Okay, gebratenes Fischfilet lasse ich auf der Stufe. Gebratenes Fleisch, ich würde das jetzt mal auf 50 runter machen. So, dann können wir nämlich den Eintopf machen. Machen wir es so, dass wir zwei herstellen jeden Tag. Da bräuchten wir Salzfleisch, haben wir nicht. Rote Beetesuppe haben wir nicht. Pilzsuppen, da bräuchten wir alles an Pilzen. Haferbrei können wir machen. Wir bräuchten allerdings auch Holzschalen. Muss ich sowieso schauen. Machen wir auch mal zwei. Wir bleiben auf 5%. So, Roggenbrei können wir machen. Ja, machen wir 4%, das reicht. Da bräuchten wir natürlich Äpfel. Das können wir machen. Fleisch mit Soße. Da würde ich sagen, gehe ich wieder auf 2. 2,2, das ist okay. Ich muss natürlich Holzteller herstellen, ne? Das ist ganz klar. Rühreier können wir vergessen, weil wir haben keine Eier. Quark, wir haben keine Milch. Ja, Gemüsesuppe und so weiter, das ist noch gesperrt, müssen wir dann auch einmal freischalten. Das machen wir auch bei Gelegenheit. Wir können eigentlich das. Nee, können wir nicht. Wir brauchen Hühner. Oh Gott, wir brauchen Hühner. Deswegen wären Handelswege nicht schlecht, weil dann könnte ich sagen, ey, pfeif drauf, ich mache einfach eine Handelsroute zu den Hühnerhändlern, zu den Eierhändlern hier und ja, lass dann quasi immer die Eier herschleppen, jeden Tag. Das wäre nämlich auch eine Idee. So, Schenke, ja, da fehlen keine Materialien. Es fehlen, ja klar, Äpfel und so weiter fehlen natürlich. So, gehen wir mal ganz kurz in die Werkstatt. Holzschalen, Holzteller, die werden aber gefertigt jetzt, also die habe ich ja erst eingestellt, ne? Und es sind ja immer 5 Stück, die hergestellt werden von einem. Das heißt also, ich habe ungefähr 7 bis 8 Stück jeden Tag. Das sollte normalerweise doch reichen, oder? Holzbecher nehmen wir vielleicht noch mit rein. Jawohl, ich bräuchte noch ein paar mehr Eimer, habe ich festgestellt. Weil sonst wird es mit dem Ding nix. So, Leder 2. Jagdhütte, die Verwaltung gehört halt einfach dazu, ne? 30, 30,8. Wir brauchen Leder 44. Und genau das meine ich nämlich, dieses Hin- und Hergeglitsche, ne? Okay, haben wir auf jeden Fall. Also das heißt, wir stellen mehr Leder her, als wir brauchen. Und das ist mir eigentlich das Wichtige. So. Den Marktstand müssen wir natürlich noch fertig bauen. Ups. So, meine Minenarbeiter schuften. Hier schuften auch welche. Also von daher alles gut. Denke ich mal. Also mit der Einstellung, da werde ich, glaube ich, nie fertig werden. Weil irgendwas immer fehlt. Warte mal, ich gehe mal wieder auf die Draufsicht. Mir ist die schöner. Da muss ich noch zumachen. So. Der ist gerade am Kern. So, Bogdan, hier ist alles, worum du gebeten hast. Ich helfe gern. 55 Münzen. Hat sich doch gelohnt. Und am nächsten Tag, glaube ich, wieder hinkommen, oder nicht? War da nicht irgendwas? Genau, nächsten Tag. Es ist in Ordnung. Wir haben jetzt gerade mal die Hälfte vorbei. Also von daher, ups. Das Schöne ist, wenn man sagt, ich mag den Sommer so sehr. Man kann ja 30 Tage auch einstellen. Dann kann man die ganze Zeit im Sommer rumwerkeln.
Und Winter und Herbst und sowas kann man dann im Grunde nach 3 Tagen überspringen. Finde ich schon nice. So, schauen wir mal, ob wir hier Glück haben jetzt. Ach ja, ich habe im Übrigen das Reiten geskillt, also die Geschwindigkeit des Reitens. So, schauen wir mal. Wir hätten hier auf jeden Fall jemanden mit Dingsbums-Erfahrung hier. Mildreda mit 3 Schmied. Wir brauchen ja für den Bienenstock brauchen wir Feldarbeiter. Ha, Brunnen braucht aber auch keinen Schmied, ne? Brunnen braucht auch Feld. Der Holzschuppen da? Nein, den nicht. Den auch nicht. Die Kräuterhütte müsste ich mal... Ich glaube, Kräuterhütte kann ich doch auch schon die 2. bauen, oder nicht? War das hier? Materiallager? Kräuterhütte 2, freilich. Hallo. Nein. Stopp, sorry, mach's gut. Wo bist du? Da. Kräuterhütte, achso, braucht Jagd. Okay. Dann eventuell bei der Produktion noch was. Hier die Schmiede 2, aber die ist da oben, ne? Wäre, glaube ich, nicht verkehrt, wenn ich die hier mit reinschmeiß. Schauen wir, ich habe bloß, glaube ich, da oben keine Häuser frei, sondern müsste sie halt dann irgendwo mit reinstopfen. Händler, Erz, Stall, Scheune, heutige... Niedermeer Mine sind schon 2. Bergbauer sind schon 2. Achso, der ist ja... Ding. Erwiner Berg ist da oben und zu zweit... Da Dobrowit Bergmann, der könnte eine Dame vertragen, glaube ich. Der ist jetzt 30. Hey, old friend. Mit Räder ist 25. Wo bist du? Dobrowit Bergmann. Zack. Mit Räder. So, dann schmeiße ich dich nämlich damit rein. Und geb dir in der Schmiede noch einen Arbeitsplatz. Nice. So. Das sollte deine Laune steigern. So. Du bist 2 auf Feld, Vitomir. Ich würde trotzdem erst einmal noch weiter reiten. Warte mal. War hier nicht auch jemand mit Quest? Ja, ne? Rüxa. Okay, machen wir mal hier. Schauen wir mal, was ihr braucht. Vielleicht eine Steinaxt. Ich bin wirklich hungrig. Könntest du mir ein paar Zutaten für Essen bringen? Ich wäre dir sehr dankbar. Das kann ich machen. 15 mal Fleisch. Oh je. Ist ernsthaft, da kann ich ja mal ganz kurz jagen auch, ne? Na, wo seid ihr? Put, put, put. Das merken die Viecher, ne? Warum muss der Bolzen immer wegrollen? Habe ich noch? Ja.
schauen wir mal. Es könnte sogar sein, dass das Kaninchen schon reicht. Ich bin ja geskillt. Nein, das Viech gibt halt nur so wenig, gell? Okay. Schauen wir mal, da sind doch Wildzeuge auch irgendwo. Ah. Wolfi? Ja, wo einer ist, sind noch andere, ne? Fleisch 14, jawohl. Ach nee, 15 brauchen wir auch, Gott. Also, durchladen. Nur ein einziger Wolf? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Irgendwie ist das Spiel heute extrem leise, finde ich. Aber Ton aufnehmen tue ich. Da hinten ist nochmal einer, aber okay. Sind sogar noch zwei, glaube ich, oder? Ja, ist egal. Ist egal. So, damit wäre euer Wolf-Problem auch schon mal beseitigt, ne? Erzählen. Servusler, hier ist das Essen, das du wolltest. 125, alles in Ordnung. So. Weiter geht's. Ich glaube, hier haben sowieso. Die haben sowieso, glaube ich, nichts, was ich irgendwie wirklich brauchen kann. Ja. So, Sekund. Was? Da ist nochmal jemand? Raimund, schön, dass du das so stehen bleibst. So, erstmal wieder speichern. Kann ich dir bei etwas helfen? Könnte deine Hilfe gebrauchen? Kannst du für mich besorgen? Sicher, wird nicht allzu lange dauern. Schauen wir mal, was der braucht. Recurve-Bogen, wie sollte es anders sein? Warte mal, wir haben. Reiten wir mal noch nach Rolnica. Das Dumme ist, wenn ich Rolnica irgendwas brauche, auch aus dem Lager, dann würde ich jetzt halt quasi zurückreiten, den Recurve-Bogen holen, hinreiten. Dann reite ich hin. Wenn ich dann nochmal was aus dem Lager brauche, muss ich wieder komplett zurückreiten. Also reite ich jetzt gleich dorthin. Und dann ist gut. So, schauen wir mal, ob ich hier irgendwas finde. Kann ja sein, dass mal wieder eine Kiste respawnt. Da, ist er doch. Warte mal, kannst du da hinreiten und muss ich jetzt nicht absteigen? Truhe! Oh, nice! 147 und Hopfen. Na gut, Hopfen, den kann ich halt verbrauen, aber Gesundheitsdrang ist cool. Gott. So. Nice, nice. Stecken wir uns natürlich gerne ein. Jetzt haben wir auf jeden Fall einen Gesundheitsdrang, was ja auch schon mal ganz gut ist, ne? Hui, Pferd. Ja, wenn ich einen Stall hätte für Hühner, dann könnte ich tatsächlich mir noch Hühner antun, ne?
So. Wer braucht Hilfe? Ingolf und Tomira. Nehmen wir jetzt einfach mal an. Da habe ich eh meine drei Händler hier erwischt. Ui, nein, 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 das mag ich gar nicht, danke. Zeig mir deine Waren. Dunkfleisch, Tierfutter. Okay, da ist nichts. Du hast die Quest. Dann erst einmal mit Nadara noch sprechen, weil wir brauchen ein paar Setzlinge. So, Apfelsetzlinge. Ich würde jetzt. Ich nehme jetzt erst einmal von jedem 5. So, ein bisschen Geld habe ich ja noch, ne? Apfelbaum, Birnbaum. Hopfen habe ich genug, also da würde ich jetzt nichts mehr machen. Ich habe 9-mal Hopfen. Kirschbaum. Da habe ich ja 4 schon stehen, ne? Ich nehme trotzdem mal 5 mit, ist egal. Und Pflaume ist, glaube ich, dann das letzte, ne? Ja. Jawohl. Passt. Dann bin ich schon mal hiermit zufrieden. So, Tomira, halt. Kann ich dir bei etwas... Oder nee, zeig mir erst einmal dein Zeug. Ah, die hat auch... Warte mal, was habe ich eigentlich für einen Gesundheitstrank jetzt gefunden da? Plus 50 mehr Gesundheit. Das ist aber die Effektdauer. Also das heißt, wenn ich 100 habe, dann habe ich dann 150, aber nach 120 Sekunden habe ich wieder 100. Da weiß ich nicht, ob sich das wirklich lohnt. Das kann natürlich schon entscheidend sein, ne, ganz klar. Aber ich glaube, die Heiltränke sind eher etwas, was interessant ist. Aber die sollte ich mir selber herstellen. Ich meine, immerhin kann ich das ja. So, kann ich dir bei was helfen? Worum geht es? Material ausgegangen. Ja, klar. Das bringe ich dir. Material kann ich dir bringen. So, wo ist jetzt er hin? Da, Ingolf. Ingolf, Hallöchen. Kann ich dir auch bei was helfen? Bauhammer bei mir. Na klar. Was für ein... Den Kupferhammer, den habe ich jetzt leider nicht einstecken. Ich habe einen Eisenhammer einstecken, ansonsten hättest du den haben können. Na gut. So, lasset uns den einmal umdrehen. Oh, das ist schon wieder eine halbe Stunde. Okay, ich reite zurück, werde das ganze Zeug verfrachten. Wir werden dann gemeinsam beim nächsten Mal noch den Marktstand fertig bauen. Wir werden die Bäume setzen und mal schauen, was wir noch alles machen. Und dann reiten wir halt auch nochmal los und geben die Quests ab. Okay, Leute, wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.